Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ich bin gerade mit dem Explorer-Account wieder mal unterwegs und habe mir gestern Abend dann noch es zur Aufgabe gemacht, mal was anderes wieder zu finden oder zu suchen. Und zwar spreche ich von schönen Ringsystemen um Gasriesen. Und zwar, der Auslöser war eigentlich, wenn ich das mal kurz zeige, solange wie das lädt, hier dieses Foto, was wir im Livestream noch gemacht hatten gestern. Und das war dann irgendeine Passagiermission, was dann so einen sehr schönen Ausblick hatte von so einer Touristen, von so einem Touristensignal aus. So, und das fand ich sehr geil. Und danach bin ich dann losgeflogen und habe mir die Systeme immer wieder angeschaut, und gut, das ist in dem Fall ein Stern, und bin immer auf den äußeren Radius gekommen, der so ein Ringsystem mit sich bringt. Man sieht ja die jeweiligen Ringe, der Planet oder der Stern hat in dem Fall zwei Ringsysteme, einmal den inneren und den äußeren Ring, und der äußere Ring hat halt eine Ausdehnung von bis zu 626.000 Kilometern. Das ist schon mal relativ viel. Bei einem Stern kann das etwas weniger wirken, weil der Stern oft schon ein bisschen größer ist. In dem Fall steht es gar nicht da, weil ich den gar nicht gescannt habe, weil ich da gar nicht hingeflogen bin, denn ich habe hier im System was anderes entdeckt. So, bei ihm hier auch so 522.000 Kilometer Radius. Das ist schon recht viel. Bei einem Radius des Planeten von 65.000 Kilometer ist ein bisschen kleiner, ein Gasriese. Und dann gab es aber im System hier noch eine Wasserwelt. Deswegen bin ich aber gar nicht hier rüber geflogen. Ach, guck mal, ich sehe gerade, der Atmosphärentyp ist dort argonreich. Leider auch nicht terraformierbar. So, und dann gab es aber den hier mit drei Ringen. Und der, die ersten beiden noch recht normal. Der hat hier 100.000, hier 185.000. Und der letzte Ring hat einen äußeren Radius von 1,8 Millionen Kilometer. Und dachte ich, okay, musst du doch mal vorbeifliegen und dir die Sache anschauen. So, nun stehe ich hier auf einem seiner Monde. Das da oben, das ist der Planet, den ich eben gezeigt habe. Und da sieht man auch diesen leichten Strich, eventuell sieht man, das ist das Ringsystem. Das ist aber nicht alles. Denn hier gibt es eine Sache, die ich so auch noch nicht gesehen habe. Und zwar, wenn ich nach rechts schaue, gibt es da noch ein Ringsystem. Und innerhalb dieser Ringe befinden sich drei Monde. Ich fahre jetzt auch hier nicht rum auf der Planetenoberfläche. Ich hebe mal wieder ab, da sieht man das dann nämlich genauer. So, ich schalte mal ganz kurz raus, damit die Route wieder neu berechnet wird. Ich habe noch mal einige Sprünge gestern gemacht. 123 fehlen jetzt noch bis zum ersten Wegpunkt. So, und dann düsen wir mal hoch und schauen uns die Sache nochmal von außen an, was wirklich sehr, sehr nett aussieht. So, nee. Du sollst jetzt hier nicht wegspringen. Sorry, falsch geladen. Okay, jetzt aber. Gut. So, entfernen wir uns mal ein bisschen. Dauert einen kleinen Moment, bis die Anaconda da auf ihre Geschwindigkeit kommt. Wir können uns die Sache ja eigentlich von außen in der ganzen Zeit mal anschauen. Und da sieht man dann gleich immer besser die Ringsysteme. Wenn man halt von der Seite guckt, sieht man halt bloß den kleinen Strich. Und wie gesagt, da geht einmal, sieht man von drin den normalen vom Planeten und dann der äußerste Ring, der halt wirklich weit hinten anfängt und noch weiter hinten aufhört. Und der ist wirklich sehr, sehr groß. Alleine halt 1,8 Millionen Kilometer im Radius. Das ist echt der Wahnsinn. Es gibt noch größere Ringsysteme. Und da bin ich halt gerade auf der Suche nach, solche Dinge auch mal zu finden, weil das immer ganz nett aussieht. Und hier halt, der hat halt drei Monde, die in diesem Ringsystem sich befinden. Halt zwischen dem zweiten und dem dritten Ring. Finde ich eine ganz geile Sache. Und so, warte mal, das Schiff nochmal kurz neu ausrichten. So, dauert halt immer ein bisschen, bis wir da auf Geschwindigkeit kommen, aber jetzt geht es langsam vorwärts. So, jetzt sehen wir es dann auch langsam. Das ist halt so ein normales Ringsystem, wie man das sehr, sehr oft hat, wenn man irgendwo mal
ein Ringsystem fliegt, um halt Piraten zu jagen oder Bergbau zu betreiben. Und dann halt ganz außen nochmal dieses andere riesige Ringsystem, was total genial aussieht, wie ich finde. Und halt die riesen Lücke da drin. Und da drin, da hinten sieht man, ist ein Mond. Und wenn ich jetzt mal in die Cockpit-Ansicht schalte, sind halt drei Monde, die sich zwischen zweiten und dritten Ringsystem befinden. Und die Monde, da kann man halt auch drauf landen. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier, ich glaube, bei dem kann man auch auf allen Monden landen. Ja, genau, wären alle Monde landbar. Beziehungsweise sind hier alle Monde umringt, sozusagen. Genau, da ist einer, da links irgendwo, hier unterhalb, da von dem kommen wir gerade. Und da rechts müsste noch irgendwo ein anderer sein, ein dritter. Ja, das ist der. Das war noch gestern 3, als ich... Oder war das... War das der dort oben? Das kann auch sein, dass das der da oben war. Na gut, jedenfalls fand ich das ganz nett und wollte euch das mal zeigen. Mit so einer riesen Lücke habe ich das auch noch nicht gesehen. Es gibt ja immer mal Lücken zwischen den Ringsystemen, aber so groß fand ich schon ganz geil. Dann dachte ich, halte ich doch mal hier an und zeige euch das. Ja, sowas gefällt mir. Bin mal wieder auf Ringjagd und gleichzeitig dann natürlich auch auf Mondenjagd, da war ja im Livestream dann auch einmal die Möglichkeit hatten, da so einen Planeten anzufliegen, der sehr, 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 sehr nah an seinem Ringsystem dran war, also schon fast gekratzt hat, oder schon dran gekratzt hat, am äußersten Ring. Und der Mond halt, ja, da hat gerade so ein Blatt Papier irgendwie zwischen Mond und Ringsystem gepasst, aber so wenig Platz. Das war schon ganz nett. So. Da sieht man es nochmal, wie riesig das einfach nur ist. Ist total genial. Und ich würde sagen, wir fliegen jetzt weiter und schauen uns mal um, ob wir da vielleicht noch ein paar andere schöne Dinge finden. Deswegen, weil ich euch jetzt hier die Bilder gezeigt habe, habe ich halt in der geringeren Auflösung aufgenommen. Ich habe hier noch ein paar andere Bilder von halt Ringsystemen, die ich auch gestern gefunden habe, die halt wirklich wie eine komplette Frisbee-Scheibe aussehen, die sehr, sehr dicht sind. Oft ist ja so, dass die Ringsysteme gerade in den Eisringsystemen schon mal sehr, sehr dicht sind und dann gerade in den versteinerten oder erzreichen oder metallischen so ein bisschen von ihrer Dichte her abnehmen oder ein bisschen durchsichtiger sind, aber der hier war komplett fast zu wie so eine Frisbee-Scheibe. So, schauen wir doch mal, wir laden mal oder wir tanken mal kurz sogar noch ein bisschen nach. Schauen wir mal, was haben wir hier? Nicht so viel, das ist ein bisschen schade. Wo waren wir bei dem Bild? Moment. Genau, was hatte ich noch gefunden? Das war noch eine erdähnliche Welt, genau, 7.500 Kilometer Radius, 1,5 G. Und das war dann nochmal ein anderes Ringsystem, das war auch schon sehr groß. Und dann war das der Planet, den ich eben gezeigt habe, genau. Super, das ist aufgeladen, können wir weiterspringen und vielleicht nochmal ein paar schöne Sachen finden. Ich weiß gerade gar nicht, wie weit wir, wie gesagt, ich bin gestern eine Weile gesprungen, weiß aber jetzt gar nicht die Entfernung bis nach Toluku. Sind schon 12.000? 13.400 schon, okay. Ja gut, da fehlt nicht mehr so viel bis dahin. Wird ja auch Zeit, dass ich da endlich mal ankomme. Noch hat das Schiff alle seine Module mit, wie heißt's? Mit 100%igem Zustand. Ich hoffe, das bleibt noch eine Weile so. Ich bin auch immer extrem vorsichtig, auch als ich auf dem kleinen Mond halt gestern Abend noch gelandet bin, wo wir vorhin abgehoben sind, dass ich da sehr, sehr sachte vorgehe, dass da ja nichts passiert, weil wir hier dann doch mit der noch eine Weile länger unterwegs sind. Ja, 9? Ach Gottchen. Ach Gottchen, die tun mir wirklich immer ein bisschen leid, ne? Nicht nur, dass, weil sie eine scheiß Textur haben, sondern weil die auch niemand scannt und die auch so irgendwie leider keine Daseinsberechtigung haben. Ich finde es ja besser, denn in den kleinen Asteroidenhäufchen, die es halt oft zwischen Stern und erstem Himmelskörper gibt, manchmal auch zwischen den Himmelskörpern, aber oft zwischen Stern und erstem Himmelskörper, da bekommst du halt im besten Fall ähnlich gute Werte, wie wenn du in einen Planetenring fliegst, hast aber, naja, also
Das ist ja nicht mal ein Bruchteil an Brocken. Vielleicht eine Handvoll bis 12 oder 15 oder 20 Brocken, die da zum Abbauen geeignet sind, plus zusätzlich einige Piraten und andere Leute, die da noch rumfliegen und die einem sowieso das Leben schwer machen hier in diesen kleinen Häufchen. Und das macht halt überhaupt keinen Sinn, da auf Bergbau zu gehen, was ich ganz am Anfang auch mal gemacht hatte, was halt echt ein Krampf ist. Und da finde ich, da könnte man da so ein bisschen mehr Anreiz schaffen, dass die zum Beispiel einfach so eine, vielleicht eine höhere Chance haben auf Painit oder sowas oder Palladium, halt die ganzen teuren Sachen, Gold meinetwegen auch noch und aufwärts. Und dass die halt eine Abbaurate von meinetwegen 100% oder 80% oder 90% haben, wo es ja in den Ringsystemen, in den Abbaugebieten oft so zwischen, naja, 30 bis höchstens mal 55-60% gehen kann, dass man da einfach nochmal einen höheren Anreiz hat, auch da mal hinzufliegen. Das fände ich nicht schlecht, wenn da einfach die Abbaurate pro Brocken deutlich höher ist. Auch nicht so groß. Können wir mal schauen. Auch nach den Himmelskörpern suche ich immer noch einen, der kleiner ist als den, den ich mal irgendwann vor, weiß ich nicht, 2 Jahren gefunden habe. Mit 140 Kilometer Radius gerade mal, was sehr, sehr klein war. Und ich glaube, der überhaupt kleinste gefundene landbare, es geht um die landbaren Monde oder Planeten, der liegt bei 125 oder so. Ja, und die Wette steht immer noch, wenn ich einen finden sollte, oder es irgendwo einen gibt, der gerade mal einen Radius von 100 Kilometer oder vielleicht sogar kleiner hat, oder vielleicht plus 1, 2, 3 Kilometer, dann umkreise ich das Ding komplett mit einem Buggy. Aber bisher hat es da noch nichts gegeben. Das Ding ist halt immer, man muss ja dann immer, der Umfang, das sind ja dann trotzdem einige hundert Kilometer, die man dann fahren müsste mit dem Buggy, aber bei 100 Kilometer Radius, ja, würde das schon irgendwie gehen, dass man das über ein paar Tage vielleicht immer mal macht. Und da über so einen 100 Kilometer Radius Mond fährt, wären ja dann ungefähr 600 Kilometer im Umfang. Also 100 mal 2 mal Pi, irgendwas um die 300, weiß ich nicht, 620, 640 Kilometer oder so. Also um die 600 Kilometer aufwärts müsste man dann fahren, um so einen kleinen Mond zu umrunden. Wäre möglich. Ich bin ja schon etliche 1000 Kilometer gefahren mit den Buggies und ja, würde ich mir zutrauen. Und da dann halt so ein Video zusammenschnippeln, allerdings mit Zeit vorspulen, weil sonst wäre es echt eine Qual. So, wie gesagt, wir gucken heute mal nach schönen Ringsystemen, dass wir da vielleicht mal noch was finden. Und kommen aber gut voran, jetzt hier immer mit 55 Lichtjahren Sprüngen, das ist nicht verkehrt. Da kommen wir erstmal eine ganze Ecke weit. Ja, irgendwo, ich glaube in der Bubble war das. Da gibt es einen Stern, der hat auch einen Millionen Kilometer Radius Ringsystem. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viele Millionen das waren. Das war so enorm groß, da fällt der kleine, der wirkt da wirklich klein, der Stern, gar nicht weiter drin auf. Das ist echt der Hammer, so ein blau-brauner Zwerg, glaube ich. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr, welches System das ungefähr war. Keine Ahnung, da bringt es jetzt auch nichts zu raten. Hatte mir mal jemand geschickt. Das ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Aber das war auch sehr sehenswert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch Bilder von habe. Achso, ich kann nochmal den Planeten zeigen, den ich vorhin meinte, den wir im Livestream gesehen haben, der so nah am Ringsystem ist. Zeige ich gleich nochmal. Ich sehe gerade das Bild hier noch offen. So, 7 Objekte. Es kann ja auch sein, dass es terraformierbare, landbare Planeten gibt, die nicht so weit weg sind.
Also halt hier so ein, die meine ich jetzt. Das wäre vielleicht ein Kandidat. Also das kommt wohl selten vor, aber es gibt tatsächlich landbare Planeten, die terraformierbar wären. Wir fliegen mal einen an. In der Zeit zeige ich euch mal das Bild, was ich noch meinte. So. Und zwar das hier. Ne? Da kann man halt leider nicht drauf landen, aber der ist wirklich so nah dran. Da kannst du praktisch nach den kleinen Brocken greifen. Das ist schon ganz nett. Und hier dann noch, genau, das tauchte dann auch noch auf, war dann noch so ein Targoid, der mich da leicht auseinandergenommen hat während des Livestreams. Das war auch so eine witzige Aktion, wer es vielleicht nicht gesehen hat. Wir sind Richtung Community-Event geflogen und dort mussten wir dann Rettungskapseln sammeln und Blackboxen und beschädigte Rettungskapseln, was war es noch? Persönliche Gegenstände. Und ich bin halt am Anfang dann direkt im System, als wir reingekommen sind, konnte ich so eine Quelle anspringen, wo halt so ein Tanker angegriffen war. Und da war halt auch ein Targoide. Und der fand es wohl irgendwie nicht so lustig, als ich dem ein bisschen näher gekommen bin. Jedenfalls griff der mich dann an und hat mich auf 8% runtergeschossen, bis ich dann gerade so wegspringen konnte. Mein Sprung, der lud gerade auf. In dem Moment krachten noch 4 Raketen in mich rein. Also das war wirklich so knapp, weil eine der Raketen hätte mich dann schon, ja, aus dem Himmel gefegt. Und in dem Sprung, den wir da in ein anderes System gemacht hatten, kam das Event, dass mich ein Targoide aus dem Hyperraummodus holt. So, also auch nochmal daraus, ohne Schilde, ohne Sensoren, da fällt ja dann alles aus, da passiert einem ja nichts, Gott sei Dank, das ist ja komplett geskriptet. Aber das war ein toller Zufall. Das war echt nicht schlecht. Fand ich sehr geil. Das war halt schon, also ich bin ja damals irgendwie 2 Stunden rumgeflogen, bis mich da aber einer aus dem Hyperraumsprung geholt hat. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile häufiger vorkommt. Könnte ich mir gut vorstellen, weil die ja allgemein auch viel häufiger dort jetzt unterwegs sind. Aber das war schon nicht schlecht gemacht. Also da ging mir ganz schön die Pumpe. Gerade weil wir dann hätten nochmal die ganzen Sprünge machen müssen, bis in das System, weil wenn ich halt geplatzt wäre durch den Targoidenangriff, wären wir ja an der letzten Station, auf der ich gelandet bin, wieder gekommen. Hätte ich nochmal mit dem Versicherungsmenschen reden müssen. Mit dem musste ich davor schon reden, bei dem Livestream zuvor, als mir die Corvette nochmal geplatzt ist. Da finden die nicht so lustig, wenn innerhalb von 3 Tagen 2-mal ein großes Schiff platzt. Da muss man immer nochmal mit denen gnädig reden, dass sie das durchgehen lassen. So, finden wir dann noch irgendwas Gescheites? Ich fliege ja am liebsten, wenn es mir... wir sind gerade in einer schlechten... okay, es wird nicht besser. In der schlechten Gegend dafür, dass... Ach Moment, ich glaube, ich muss was umstellen. Hier gibt es nur Mist. Ja. Ich bin ja doof. So, jetzt hat er neu geladen. Geht doch. Bin schon gewundert. War noch die Einstellung vom anderen Account auf Zugehörigkeit statt auf Sternklasse, wie ich es hier immer mache, damit ich auch bei jedem Stern tanken kann. Jedenfalls, wegen Ringsystem schaue ich mir immer die blauen Riesen ganz gerne an. Die findet man häufig halt in Nebeln. Jetzt ist hier gerade keiner in der Nähe, vielleicht irgendwo bei diesem ersten Zielpunkt der Reise, dass ich da irgendwo mal was finde, dass ich da ein paar blaue Riesen ansteuern kann. Die gibt es auch zwischendrin immer mal, aber nicht so häufig. Da müsste man sich eher da so ein bisschen umschauen, weil die oft große Gasriesen noch dabei haben und dann auch halt Ringsysteme ohne Ende. Eher weniger in den Systemen, die ich jetzt gerade anspringe. Aber wie gesagt, das ist hier gerade in der Gegend, wo ich bin, nicht anders möglich. Na, sieht auch gut aus. Ach doch nicht. Na, eventuell doch ein terraformierbarer. Schauen wir uns mal an. Jetzt mit einem kleinen Mond dran, ne? Dürfte gleich anfangen mit Scannen, jawohl. Und wir können ja mal ganz kurz schauen, vielleicht finden wir hier irgendwo ein paar große. Ach so, ich bin ja gerade hier.
Ja, da tauchen zumindest von Klasse A welche auf. Sogar zufällig hier ein paar. Können wir mal einen anhüpfen? So, dann machen wir das mal so. Springen wir da mal hin. Nochmal ganz kurz schauen, war da jetzt hier terraformierbar? Ich habe jetzt den Mond nicht mitgenommen. Der ist terraformierbar. Wunderbar. Ist jetzt nicht so wild. Ist zwar keiner der blauen Riesen, aber wie gesagt, was Besseres finden wir jetzt hier in der Ecke nicht. Boah, meine Fresse. Also hier könnten auch einige terraformierbar sein. Nein, wo gehst du denn jetzt hin? Was da? Warum? Warum? Hör auf, Spiel. Wo bin ich denn? Da bin ich. So. Achso, das hat nochmal neu berechnet. Ah, hier gibt es viele von den A-Sternen, aber wie gesagt, die anderen O und B, die kommen halt schon sehr selten. Hier ist einer. Da ist einer. Das ist ein B-Stern. Da unten ist noch einer. Und die ganz, ganz großen halt. Findet man wirklich irgendwo in Nebeln. Wie weit ist das weg? 48 Lichtjahre. Das können wir so nochmal anhüpfen. Komm, einen Sprung machen wir noch. Einer noch. So, ja, voll. Kommt direkt die passende Musik dazu. Und wie sieht's aus? Aber auch, ich sehe es nicht ganz, 11. Ach Gott, ach du meine Güte. Dreifacher Sonnenradius, da wirken halt die kleinen Monde, obwohl die trotzdem 1600, 1500, 1400 Kilometer Radius haben. Sehr, sehr groß. Jetzt hört auch. Ach so, der berechnet jedes Mal neu, weil ich ja eine Einzelsprungroute geplant hatte und deswegen die Route nochmal neu berechnet werden muss. So. Hier haben wir noch einen. Ah komm, einer geht noch. Ne? Einen machen wir noch. So, plane ich jetzt mal so die Route, damit es nicht jedes Mal neu ausrichtet. So. Für die Leute, die auf der PlayStation 4 spielen, da gab es ja neulich mal, hatte ich erfahren, einige Probleme, auch mit Texturen und verschwommenen Texturen, was wohl vor dem letzten Patch nicht so war. Gab es da mittlerweile wieder mal einen kleinen Patch, dass das wieder okay läuft, also besser, oder das behoben wurde? Weil es halt auch nicht nur auf der normalen PlayStation 4, sondern auch auf der PS4 Pro wohl immer mal vorkam. Würde mich mal interessieren, ob die das, die da auf den Konsolen, weil auf dem PC hört man selten davon. Da kommt es halt auf die Grafikeinstellung auch drauf an, was du auf den Konsolen nicht hast. Da ist die ja fix. Aber dass die da vielleicht auf den Konsolen dann doch da immer mal so ein paar Fixes oder Patches nachschieben. Ach, hier ist bloß ein Objekt weiter. Aha, schade. Aber der scheint recht groß zu sein. Na gut, 4,5-facher Sonnenradius. Ist auch schon ein bisschen älter. Ich würde sagen, wir springen einfach noch ein. Einmal kommen wir ja noch. Da. Zack. Und. Was ist denn los? Ist bloß einer online, der gerade online gekommen ist? Ich fasse es nicht. Gott,
ganzen Explorer schlafen wahrscheinlich noch, ne? In ihren Kajüten. Ach nee, warte mal. Kajüten waren doch von Schiffen, ne? Also nicht von Raumschiffen, sondern von Wasserschiffen. Und nicht von Raumschiffen. Nee. Oder? Kajüten? Kajüten und Kojen? Ist das dasselbe? Ah, grüß dich. Ha. So, Smilei. Ja, weiß ich nicht. Halt in ihren Schlafbunkern im Raumschiff. So, jetzt aber mal. Kommt nochmal ein schönes System mit ein bisschen mehr Action hier drin. Auch wieder 11. Na gut. Ringsystem, 225.000. Ich gucke dann halt immer bloß auf die letzten Zahlen, wie hoch die sind. Die... Gut, das ist ein Stern, da ist, eine, ist ein höherer Radius automatisch. No, also normal, normaler. gut, ja, ist jetzt nicht so besonders. Wir können mal ganz kurz den Planeten... Das ist, glaube ich, auch sein zweiter Account. wie hoch die Anziehungskraft auf dem Planeten ist. Denn in diesem System mit den großen Sternen, mit den großen blauen Riesen, da können die sternnahen Planeten auch eine hohe Anziehungskraft haben, beziehungsweise eine hohe Schwerkraft haben. Und was dann das Landen immer nicht ganz so einfach macht, wo man dann vorher doch nochmal genau hingucken sollte, wie hoch die Anziehungskraft ist. Schauen wir mal. Ich denke jetzt einfach mal, ich rate, ich weiß nicht, ans Blaue raten. weiß ich nicht, wie viel G könnte der haben? 2 vielleicht? 1,7 G. Okay, das ist schon ganz ordentlich. Dreifache Erdmasse. Radius ist auch ein bisschen größer. Können wir machen einfach noch. Wir können ja noch einen Sprung können wir noch machen. Da unten ist noch einer. Da. Einen ganz großen finden wir hier wahrscheinlich nicht so einfach. Aber schön, dass hier dann trotzdem noch ein paar gibt. Das finde ich super. Oh, die scheiß Sonnenbrille muss mal weg. Ach Gott. Wobei jetzt, wenn wir die Sterne anspringen, ist das vielleicht ganz sinnvoll, dass wir die einfach trotzdem aufbehalten. Mit so einem Blaufilter. Ich glaube, die ganzen Piloten hier im Spiel, die haben mindestens so nach, oder spätestens nach einem Jahr alle irgendwie einen grauen Star oder ganz schlechte Augen nur noch. Es sei denn halt, die Frontscheiben puffern das schon ein bisschen ab. Ja, die gucken halt andauernd nach jedem Sprung in so einen Stern rein, der dann ganz fies hell auf einmal ist. So, was haben wir da? 13 Objekte? Das hier sind jetzt auch bloß normale versteinerte Planeten. Komm, dann lass uns einen können wir noch anspringen. Und lass mal noch einen, dass wir... Vielleicht, die Sterne gibt es halt auch mit... Ach, jetzt kommen sie gerade alle online. Schön. Die Sterne gibt es halt auch mit teilweise sehr, sehr vielen Objekten. Habe ich schon viele gehabt, die 60, 70, 80 Objekte aufwärts hatten. Gestern erst ein System wieder noch gefunden mit 82 Objekten waren das. Plus Stern, sprich 83. Kommt dann schon mal seltener vor. Und 90 oder über 100 dann sogar noch seltener. Mein Rekord liegt bei 106 und 107. Hatte ich schon mal erwähnt. Was hattet ihr denn schon so an Objekt, ja, an Objektanzahl in einem System mal gefunden? Es gibt noch höhere oder noch, was ist denn der Rekord? 120? 140? Ich weiß es nicht. Jedenfalls auch sehr, sehr viele. Das sieht dann immer ganz geil aus, weil man dann die Systemübersicht öffnet und da auf einmal halt einfach unfassbar viele Objekte vor allem da aufploppen. So, schauen wir doch mal. 53. Ja, das ist ja toll. Der hier ist sogar noch näher dran. Wir können hier nochmal schauen, ob die vielleicht eine sehr hohe Schwerkraft haben. Wahrscheinlich eher der größere der beiden, der dann noch eine höhere Schwerkraft hat.
Der Optimalfall ist für eine hohe Schwerkraft halt ein großer Stern erstmal und ein großer Planet und halt die Nähe zum Stern dann auch noch. So, schauen wir uns den mal an und den zweiten. Ich würde ja fast davon ausgehen, dass der zweite, wie groß ist der im Vergleich zu dem ersten? Der ist 5600, der ist, naja, fast das Doppelte. Ich würde fast sagen, dass der, obwohl der 100 Lichtsekunden weiter entfernt ist, doch mehr Anziehungs- und mehr Schwerkraft hat. Mehr G. Oh, der hat 2,1 G. Guck mal an. Schauen wir mal noch zu dem. Man sucht sich halt irgendwann, wenn man schon vieles gesehen hat, aber trotzdem anscheinend immer noch nicht alles, wie jetzt zum Anfang mit dem Ringsystem, sucht man sich halt als Explorer immer mal irgendwelche Sachen, die man dann, wo man besonders drauf achtet, jetzt halt zum Beispiel auf solche Sachen, ne? Oder auf die Ringe trotzdem immer noch. Ja, oder halt auf sehr kleine Monde oder auf sehr große Planeten, auf denen man landen kann. Irgendwas fällt einem da schon ein, wo man dann bei jedem Sprung hofft, jetzt aber, nein, wieder bloß ein Stern und diese kleinen Asteroidenbrocken. So, Planet Nummer 1 hatte 2,16 G. Ich hätte jetzt geraten, dass der hier mehr hat. 2,1! Oh, hat doch nicht mehr. Schade. Ein kleines bisschen weniger. 0,06 G weniger. Dafür Silikatdampfgeysire, alle beide. Da muss man dann halt schon auch bei 2 G schon recht sanft runtergehen, dass man da nicht auf dem Boden der Tatsachen zerschellt. Gut, ja. Haben wir noch einen Sprung gemacht, das ist ja toll. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes restliches Wochenende und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.